Hier gibt es natürlich noch Verluste, klar. Aber niemand hat gesagt, dass es einfach wird. Willkommen zurück zu Sunstrike in der sowjetischen Kampagne. Es geht gleich weiter. Wir sind kurz davor, diesen Ort hier unser werden zu lassen. So. Wir feuern eigentlich immer noch auf die Leute, aber wir verteilen jetzt das Artilleriefeuer auf die restlichen Gebäude. Als vorbereitende Maßnahmen für das Übersetzen unserer Einheiten. Hier war doch ein Scharfschütze. Der kann mal hier ans Ufer kommen. Das sieht nämlich besser. Die Katjuscha kommt mal auch näher dran. Die sollten wir tunlichst nicht verheizen. Das wäre nicht so gesund für uns. Wir haben ja auch noch ein bisschen was. Das nehmen wir mit rüber. Es sind Panzer gebaut worden. Den können wir jetzt auch mitnehmen. Infanterie hier nehmen wir auch. Ja, und da geht's jetzt wieder los. So, wo gab es hier Verluste? Ja, da kommen sie. Vereinzelt. So, der Jeep, der wird gleich wichtig. Der Jeep, der braucht ein paar Offiziere. Ich weiß, die sind nicht trainiert. Aber komm, geht da rein. Und dann fahrt hier hin. Und dann... Ah, Befehl versaut. Stopp, 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 stopp. Stopp. Steig ein. Wollte ich eine Befehlskette machen, aber war natürlich jetzt komplett am Works. So. Aber passt schon. So, jetzt hierher. Die Brücke bitte reparieren. Und jetzt bitte einzelne Soldaten übergehen. Ah, nee, das war jetzt ein blöder Befehl. Stürmen, nicht den Boden eingreifen. Schicken die jetzt versetzt rüber. Ah, das wird er natürlich nicht schaffen, klar. Die sind schon da, die müssen nur noch richtig eindrehen. Position haben die. Und dann hauen wir einmal mit der Katjuscha da drauf, um im Ort ein bisschen aufzuräumen. Okay. Das sollte unsere Aufgabe da erleichtern. Was sammelt der Deutsche hier? Ja, das wird halt schon wehtun. Gut. Ein bisschen nochmal hier draufholzen mit der Artillerie, die da gerade steht. So, Magazin voll rein. Versorger, bitte hier helfen. Das Ding ist wichtig. Hier, das passt. Die hier sind auch unterwegs. Bitte schön aufladen. Und Scharfschütze, bitte hier vorarbeiten. Und jetzt hier. Schön versetzt. 5 Panzer vor. Weil hier wieder nachrücken. Ah, obwohl, der wird gerade repariert. Aber du kommst vor. Ah, den könnten wir noch reparieren. Reparier Panzer, wenn du schon niemand aufladen kannst. Hier gibt es natürlich noch Verluste, klar. Aber niemand hat gesagt, dass es einfach wird. Nochmal die kleine Salve drauf. Ach, ist das schön. Wenn es Bumm macht. Gut. Und jetzt wieder aufladen. Und du hier reparier dann wenigstens den hier. Und ihr kommt auch nach. Perfekt. Und noch einen Offizier hier auch rüberbringen. Alles klar. Ihr kommt jetzt auch rüber. Alles, was wir da an Panzer so haben, der hier wird repariert. Der Leichte kann auch rüber. Schwere kann rüber. Und die Jeeps können jetzt auch rüber. Und dann lassen wir die mal machen. Haben wir hier wieder neue Panzer bekommen? Naja, nicht so wirklich. Lassen wir mal ein bisschen, dass sich das hier ein bisschen beruhigt, die Lage. Und da kommt die Verstärkung. Gut. Die werden sich das schon organisieren. Also. Du hier hin. Du hier hin. Du dahin. Du dahin. Du hier hin. Du hier hin. Du hier hin. Und unsere Artillerie kann mal hier wieder Feuer stoppen.
Das ist jetzt hier Trupp 3 Artillerie. Ja, komm, 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 mach den weg. Mach den weg. Und jetzt dieses Motorrad auch weg. Und gut. Offiziere, kommt mal hierher. Was ist hier los? Ist hier wieder Party? Okay. Okay. Oh, du gehst mal da bitte weg. Ah, die wollen hier wieder gucken, aber ist okay. Wir kriegen hier Reserve an Panzer und die bleiben jetzt auch hier, denn wir müssen hier so eine zweite Reihe haben. Also, was ist hier los? Der Deutsche hat hier natürlich noch was. War ja irgendwie klar, oder? Das wäre auch zu einfach gewesen. So, bitte komm hierher. Ach, diese Mechanik ist ein bisschen blöd. Die sind doch hier in dem Gebäude. Ah, da. Panzer 1A. Weg. Wir müssen den Ort jetzt komplett säubern. Da ist okay. Und wir müssen diese Anhöhe dann auch gewinnen. Weiter. Fahrt weiter vor. Fahrt weiter vor. Hier kommt Infanterie. Das ist gut. Lasst mal dieses Gebäude hier brennen. Kommt. Ah, da sind sie doch. Überraschung. Das hier auch. Uiuiui, hey. Das ist unfair. Hier, einfach Artillerie mal hier drauf. Und unsere Katyusha kann da auch, muss sogar da draufhauen. Das ist wichtig. Liebe Panzer, kommt her, zieht nach. Ihr zieht auch hier hinten nach. Jetzt warten wir mal, bis die Katyusha feuert. Ich sollte das Problem hier auch klären, wenn wir diese Anhöhe haben. Ach, ist das herrlich. Ich liebe es, wenn die Katyushas feuern. Jetzt schicken wir mal unsere Jeeps zum Erkunden. Panzer auch vor. Wir nutzen jetzt dieses Momentum, was die Jeeps freidecken. Du gleich hier auch mit vor. Und hier die Infanterie kann auch gleich mal mit. Ui, ai, 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 ai. Ach du meine Güte. Das ist ja gar nicht so ultra wenig, was da steht. Schießt da einfach drauf. Schießt da drauf, was ihr habt. Das ist echt einiges. Okay, es war doch gut, dass wir diesen Ort hier eingenommen haben. Es wäre sonst nichts geworden. Ja, schnell, schnell, schnell. Ja, hilf hier. Ja, wir haben jetzt keine Munition. Aber wir kriegen das hin. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Kommt mal her, ihr Offiziere. Und der Scharfschütze, den brauchen wir auch. Nochmal ein bisschen Sicht. Die stehen da hier in den Bäumen. Die stehen da bald nicht mehr, weil es keine Bäume mehr gibt. Jetzt nochmal hier drauf. Hier kommen sie auch rüber. Das ist schon mal sehr gut. Ja, klar, die wollen das jetzt hier auf ihre Art und Weise klären. Oh, hoffentlich gibt das nicht zu viel Friendly Fire. Stopp. Aha. Mehr Glück als Verstand war das. Okay, doch nicht so viel Glück. Also, hier hin, du dahin. Der hier ist blind, der sieht da gar nichts, was da los ist. Du hier hin. Dahin. Gut. Also, alles, was hier steht, mehr oder weniger rüber. Beziehungsweise anhängen. Da anhängen. Du jetzt hier rüber. Bring das Zeug jetzt rüber. Das schwere Zeug kommt rüber auf die andere Seite. Jetzt geht's hier wieder los. Dann bleibt aber wieder ruhig, okay. Wir ziehen jetzt hier nichts weg. Wir brauchen alles, was hier ist, eben auch hier. Nee, 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 nee. Du bleibst hier mal zurück.
Raketen aufgeladen. Hilf mal hier. Alle Panzer immer noch auf nicht bewegen. Ja, sieht so aus. Hier haben wir Feindkontakt. Stopp, nicht zu weit vor. So, bleibt hier. Auch hier. Hier. Ah. Hier ist ein Offizier. Hier haben wir einen. Der muss hier hin. Einer muss dahin. Nächste muss dahin. Die sind nachgezogen. Das ist wundervoll. Hier gibt es ein bisschen Stau. Aber damit ist halt zu rechnen. Das ist halt engine-bedingt. Kommt dann nicht so ganz klar mit, wenn man so lustige Aktionen fährt hier mit der Infanterie. Aber was jetzt interessant ist, wie weit ist die Fabrik? Fast in Schussweite. Ja, hier wollen sie es wissen, ne? Haben die hier noch einen Schuss? Ah, die haben schon noch einiges an Munition. Ein bisschen Infanterie könnten wir jetzt aber doch gebrauchen. Oder... Wie ist hier die Lage? Ist ruhig. Ja, es geht so. Die Panzer ziehen wir jetzt auch mal nach. Wir brauchen hier wieder welche. Hier im mittleren Bereich. Wir müssen jetzt hier einfach die Artillerie holen. Die muss darüber. Komm schon. Ja, die kann jetzt noch nicht rüber. Weil noch die Brücke gesperrt ist. Weil da noch andere Fahrzeuge unterwegs sind. Das ist einfach die Logik, wie das Spiel das eben macht. So, jetzt kommen sie hier wieder. Wir lassen sie auf uns zukommen. Das ist die nächste Artillerie. Holen. Und dann weiter. Hierhin. Von hier, dann hierhin. Also, ihr jetzt alle Versorger, ihr macht jetzt mal die Katjuscha kampfbereit. Waren hier Patrouille? Klar, die produzieren ja auch. Sind ja nicht nur wir, die produzieren. Aber wir kriegen das hin. Ich bin jetzt sehr, sehr zuversichtlich. Wir sollten... Das Schlimmste hinter uns haben. Das sind große Worte, aber es sollte eigentlich mehr oder weniger klappen. Oh, die hier. Die brauchen wir auch hier. Und jetzt kriegen wir hier oben auch wieder Angriffe rein. Na klar. Oh, so ist das. Aber unsere Truppen halten. Der strikte Haltebefehl hilft. Hier, ja, hier sind auch viele deutsche Truppen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. So, alle Offiziere, die ich jetzt hier sehe, dürfen nicht feuern. Der hier ist da. Der hier ist auch da. Kommt Infanterie. War hier nicht einer, der hat Munition? Nein. Wir haben keine Munition. Für unsere Artillerie oder Katjuschas. Das ist sehr bedauerlich. Auch hier nicht. Okay. Wie weit kommen wir hier? Wir kommen hier hin, oder? Dann... Eins. Doch. Wir haben keine Munition. So. Eins, zwei. Ach, die hat nur einen Schuss. Das gibt's doch echt nicht. Das ist echt blöd. Na gut. Dann müssen wir es vielleicht eben doch fast schon händisch lösen. Oder wir kriegen einen Versorger rangeführt. Der hier ist fast leer, oder? Ne, zwei sind leer, also. Die kommen jetzt, stopp, Befehl zurück. Hier, kommt jetzt hier hin. So. Der hier ist voll und der hier auch. Die lösen jetzt die anderen zwei ab, fahren so rum und dann hier rüber. Machen erstmal die Katjuscha voll, damit wir da eingreifen können. Der Gegner sammelt sich hier immer wieder, hier kommen auch lustige Angriffe rein. Na gut. Macht mal das hier weg.
So, kleine Getränkepause gemacht. Off-Cam, falls ihr einen kleinen Schnitt mitbekommen habt. So. Da sind noch Feinde. Und... So. Und was passiert hier? Komm nicht ganz ran. Es ist wirklich ganz schön viel, was hier nochmal vom Deutschen steht. Hm, können wir den noch retten? Nein. Okay. Der Scharfschütze lebt hier noch. Ah, es ist halt... Echt nicht ohne. Hätte gern die Infanterie etwas weiter vorne. Also die normale. Kommt. Ah, ja, ja, ja. Ja, die fahren mit den Motorrädern hin und her und versuchen Sichtweite zu generieren. Und wir versuchen mit unseren Artilleristen das zu erledigen da. Das ist gar nicht so einfach, Leute. Ja klar, und jetzt hier... Ei. Also Panzer nicht bewegen. Brauchen die an Ort und Stelle. Artillerie hat kaum Munition, beziehungsweise keine. Nehmt mal hier den Schützen raus. Ja klar, wir sind jetzt in Reichweite der gegnerischen Artillerie hier. Das ist ein Problem. Ein ernstes Problem. So. Nächste Artillerie kommt. Jetzt nur mal rein theoretisch. Ah ne, ich habe jetzt keine Munition. Um rein theoretisch in der Praxis zu gucken. Aber das hier mal ein bisschen weiter rum. Und eindrehen. Ach. Das dumme BMW ist da. Jo. Wann kommen die? Ja, da sind sie doch. Du hilfst jetzt dem hier. Und du hilfst jetzt dem hier. Endlich sind die Versorger da. Das ist wichtig. Brauchen irgendwelche Panzerreparatur? Ja. Reparieren. Ah, wir könnten da sogar schon draufholzen. Perfekt. Die Artillerie kann feuern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 10. Ja, einfach mal ein bisschen arbeiten, ne? Der Versorger kann... Die hier ist auch aufgefüllt. Sehr schön. Dann füll mal die hier auf. Dann kann die hier... Hier da drauf schauen. Ja, wir kommen da nur knapp hin. Aber wir kommen hin. Einfach mal da so draufholzen. So. Wie weit kommt unsere Katjuscha? Die kommt fast an das Einäschern von hier. Die kann das jetzt einäschern. Und du hierher? Wie sieht es hier aus mit Verstärkung? Dann müssen wir warten auf die nächste Welle. Okay. Wie die Linie hält. Der Feind bringt hier Truppen ran. Was jetzt wichtig ist, dass wir ihm die Möglichkeit nehmen, selber Nachschub zu produzieren, indem wir halt seine Gebäude beschädigen. Also, okay. Das ist nah genug. Ach, ist das herrlich anzusehen. Was war nochmal das genaue Ziel? Fabrik zurückerobern. Also, eine Fabrik ist ja auch erobert, oder? Zählt ja auch. Interpretiert es als, dort darf kein Feind mehr leben. Die haben jetzt auch Munition. Wie weit kommen die? Ja gut, wenn die dahin kommen, dann können die dahin. Diesen Teil zerstören. Jawoll. Perfekt. So.
Lieber Herr Offizier und lieber Herr Scharfschütze, Sie bilden jetzt ein Dream Team, das sich jetzt hier langsam vorwagen sollte, oder? Ja, fahren wir mal einfach eine Patrouille mit dem Jeep und schauen mal, hier mal schön verteilen. Wo werden wir hier angegriffen? Sofort hier. Ja, alles klar. Dann machen wir das hier doch kalt. Wir müssen uns da jetzt hier wirklich... Gut. Vor. Ah, das hat ihn provoziert. Jetzt will er es wissen. Na gut. Soll uns doch ein bisschen recht sein. Die hier und der hier. Das sind die Artilleristen. Können die noch ihr Feuer ein bisschen verteilen? Noch ein paar Schüsse einfach hier raushauen. Ja, eine Welle kriegen wir hier noch hin. Komm, haut einfach noch drauf. Dann müssen wir hier in Anführungsstrichen nur aufräumen, aber ich glaube, da steht noch einiges. Wie das aussieht. Bestimmt ist der Trigger, dass hier eine Einheit von uns ist, ohne dass eine vom Gegner ist. So würde ich das zumindest machen. Aber ich bin jetzt im Großen und Ganzen zufrieden mit unseren Fortschritten. Wir haben Artillerie in Reichweite, wir haben ein bisschen Munition da. Könnte sein, dass hier jetzt schon leer ist, muss aber nicht. Wir müssen uns jetzt hier in Anführungsstrichen nur vorarbeiten und nicht, wie sagt man im Poker, tilten. Langsam hier vor. Wir haben hier eine gute Stellung. Müssen die noch ein bisschen besser besetzen. Und dann klappt das auch. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.